Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung hier auf unserem Kanal. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben hier die Papenburger Map, die wir euch jetzt einmal ein bisschen zeigen möchten. Die Fakten einmal zuerst. Wir haben hier auf jeden Fall eine Vierfachkarte. Ich würde sagen, ich mache mal kurz einen kleinen Überblick hier. So, da haben wir mal die ganze Karte. Ich gebe euch mal kurz einen kleinen Faktencheck. Wie gesagt, Vierfachkarte müsste eine der ersten oder die erste sein, die es jetzt so gibt. Wir haben 96 Felder zwischen 1 bis 87 Hektar. Viel Acker, Grünland und Wälder. Insgesamt 119 Grundstücke. Hektarpreis sind 25.000 Euro. Über 200.000 Bäume. Leute, stellt euch das mal vor. Also für alle Holzfetischisten da draußen. Also schmeißt die Kettensägen an und macht das Ding platt. Also da geht ordentlich was ab. So, wir haben ein ausgedehntes Feld- und Wegesystem. Es gibt viele freie Flächen, wo man halt selber Höfe und noch Produktion setzen kann. Es gibt eine Grundversorgung an Hauptverkaufsstellen, darunter die Getreidemühle, Getreidespeicher, Bäcker, Käserei, Molkerei, Sägewerk. Die Karte ist natürlich noch nicht final. Wir haben jetzt hier gerade die Version 1.0. Das Wegesystem für den Autohelfer ist noch nicht perfektioniert. Freie Fahrt ist aber möglich. Startfahrzeuge sind auch noch keine drin. Es wird natürlich immer noch Updates geben. So auf jeden Fall mal die Beschreibung. So, wir gucken mal kurz rein. Wir haben hier die Spinnerei verbaut. So, schauen wir mal hier. Spinnerei, jawohl. Haben wir da. Dann haben wir hier oben die Käserei. Also hier ist auf jeden Fall überall großzügig Platz. Jetzt gucken wir mal kurz hier in die Luft. So, schauen wir mal. Was man auf jeden Fall noch wissen sollte, es gibt hier definitiv ein paar Warnings drinne und Errors. Die Map soll tadellos laufen. Ich gehe davon aus, dass hier das auch noch bearbeitet wird, dass die dann dementsprechend nachher auch logfehlerfrei ist. Also wie gesagt, das ist bekannt. So, jetzt gehen wir aber hier mal in die Luft. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen von oben an. Ah ja, so, man sieht hier schon, also hier sind auf jeden Fall viele freie Flächen schon mal. Da haben wir auch noch eine schöne Freifläche. Zwischendrin haben wir hier überall so kleine Häuser. Hier haben wir so einen schönen Wasserkanal. Hier zwischendrin haben wir immer so kleine Waldflächen. So, hier haben wir halt überall Straßen, Wege. Was haben wir hier noch? Feed and Grain South, okay. Bäckerei, Tankstelle. Da gucken wir auch nochmal schnell kurz drüber hier. So, jawohl. Gasolino. Auch hier haben wir noch wieder
Platz ohne Ende. Okay. Wer sich hier austoben will, der hat definitiv Platz. So, was haben wir hier unten noch? Die Biogasanlage. Die schaue ich mir auch immer gerne an. Das wird holy shit. Okay, also da könnt ihr euch richtig austoben. Da könnt ihr meinetwegen noch jede Menge Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge, LU-Unternehmen, wie auch immer. Also hier kannst du wirklich mit verschiedenen Teams drauf arbeiten. Ich würde sagen, da geht was. So, was haben wir hier noch? Ah, da ist das Farmhaus, da sind wir gerade gestartet. So, gucken wir uns das Ganze hier mal an. Also, der Hof ist mal richtig fett. Euer Vater. Jo. Also, das wäre natürlich genial. Mal schauen, ob vielleicht in der Zukunft, wenn es Updates gibt, hier vielleicht noch im ersten Level, also als neuer Farmer, vielleicht dann noch Startfahrzeuge und vielleicht noch ein paar Hallen etc. mit gestellt werden hier. So, jetzt gehen wir mal hier hinten gucken. Getreidemühle. Sollte man jetzt so vom Gebäude her, denke ich mal, auch kennen. Oh, und ich sehe hier schon wieder was. Da geht einem ja das Herz auf. Bist du narrisch? Okay, also wer sich an die Challenge macht, hier sämtliche fällbaren Bäume zu fällen, also Hut ab. So, da haben wir noch eine Tankstelle. Bei der Größe der Karte macht das definitiv Sinn. So, was haben wir hier unten? Sägewerk. Ja, das interessiert mich auch immer. Also Sägewerk ist hier definitiv eins mit der zentralen Funktion, würde ich sagen. Ja, sehr nice. Hier haben wir noch einen kleinen See. Eine schöne Brücke. Also, es schaut schon sehr, sehr geil aus hier. Der Insel. Sehr nice. So, Einkaufszentrum. Viehhandel. Viehhandel. Okay, das heißt, hier haben wir dann dementsprechend Viehhändler. Kurz reingucken. Okay, wir haben keinen Stall oder keine Weide. Gut, das heißt, das müssen wir definitiv zuerst einmal selber platzieren. Was haben wir hier? Ist das ein Tor, was aufgeht? Ne, das ist nur Deko. Das wäre natürlich sonst auch nochmal ein bisschen nice gewesen. Also hier kannst du wirklich echt mit schön großen Maschinen fahren. Das wirst du natürlich auch noch auf jeden Fall brauchen. So, jetzt interessiert mich noch eine andere letzte Sache. Da ist die Molkerei. Aber eins habe ich jetzt noch nicht gesehen. Da schauen wir gleich nochmal. Oh, was haben wir hier? KI-Verkehr. Sehr nice, funktioniert auch. Ich suche jetzt aber, wo ist der Shop? Haben wir den jetzt übersehen? Houston, wo ist der Shop? Bäckerei.
Also das finde ich jetzt gerade spannend. So, mal gucken. Wir machen jetzt mal einfach ganz einfach, kaufen wir uns mal eben was. Eigentlich ist das egal. Was wir nehmen. Na komm, nimm mal den hier. Kaufen. Jawohl. So, und jetzt sollten wir ja rein, theoretisch. Ich nehme mal kurz den Flugmodus wieder raus hier. Zack. Und dann gucken wir mal, wo ist denn jetzt das Fahrzeug? So. Hat er den jetzt noch nicht gekauft? Moment. Egal, nehmen wir jetzt irgendeinen. Kaufen. Ja. Okay. Jawohl, jetzt hat's funktioniert. Aha. So, hier ist der Händler. Und wo ist der auf der Karte? Haben wir den jetzt so übersehen? Normalerweise wird doch angezeigt. Ah, okay. Hier unten. Hier ist der Händler. Da, wo die Getreidemühle ist in der Nähe. Ich würde mal sagen, da fehlt auf jeden Fall einmal das Symbol zum Hinspringen. Werde ich auf jeden Fall mal weitergeben. Das wird dann vielleicht im nächsten Update gefixt sein. Ja, sonst zu den Feldern. Wir haben hier wieder auf jeden Fall quadratisch praktisch gut. Ich würde sagen, hier kann man sich definitiv wunderbar austoben. Also da ist für jeden was dabei. Wir haben kleine Felder, wir haben große Felder, mittlere Felder, Wiesen, Wälder. Wir gucken mal, was uns hier dann zum Beispiel so ein Bereich kosten wird. 1,9 Millionen für das Waldstück. 720.000. Okay, also da gibt's definitiv für jeden was dabei. Hier oben das große Feld. Knapp 2,6 Millionen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen kurzen Flug über die Karte rüber. Wir blenden hier mal die Karte wieder ein, hier unten. So. Also hier sieht man auf jeden Fall auch wieder Wald. Wir machen mal hier den Flug einmal drüben rüber. Am Rand haben wir die Begrenzung. KI-Verkehr. Hier auch wieder so ein kleines Waldstück mit ein paar Häusern dazwischen. Und ich sag mal, wie es in echt natürlich auch ist, das Land ist flach wie eine Flunder aus Friesland. Wer das Original kennt, der weiß, wovon ich rede. So, hier drin noch so ein kleiner See mitten im Feld. Ja, also ich würde sagen, auch diese Karte hier, die hat Potenzial. Ich bin gespannt, was oder wie sich diese Map hier weiterentwickelt. Wir werden dranbleiben und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da. Und natürlich
das Abo nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. In diesem Sinne, schön, danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.